Hallo ihr Lieben, da bin ich diesmal auch schon wieder und zwar mit einem neuen Pop-out. Ich habe mal wieder gegossen und ja, wir haben Ende August und Halloween steht bald vor der Tür und da muss man ja so ein bisschen mal anfangen. Und ich habe halt mal so ein paar Sachen gegossen und zwar hatte ich auf Instagram schon mal ein paar Sachen gepostet, als ich es gegossen hatte. Und ja, der ein oder andere hatte sich gerne ein Pop-out gewünscht und ja, und deshalb mal wieder ein Pop-out. Drei Sachen habe ich diesmal schon rausgeholt. Das sind so etwas größere Teilchen. Ein Hexenhäuschen oder ein Geisterhäuschen. Ja, ist irgendwie, weiß auch nicht, was das ist, aber. So kleine Bläschen. Ja, ist ein bisschen schade, aber finde ich jetzt auch nicht zu dramatisch. Das mache ich noch in einer anderen Farbe hier, die Erhöhung. Dann habe ich davon noch einen Geist. Den finde ich ganz gut geworden. Werden natürlich noch lackiert. Dann davon noch einen Hut. Den finde ich auch so. Naja, gibt Schlimmeres, sagen wir mal so. Das sind Hupsala, die ersten drei Teile. So, ich habe mir mal überlegt, ich muss mal hier eine andere Decke drunter legen, weil ja, die Unterlage ist nicht mehr die schönste. Und deshalb, so, weiter geht's. Ich habe hier einen kleinen Anhänger gegossen mit einem Bu drin und noch ein paar kleine Sternchen mit reingelegt. Ja, finde ich ganz niedlich. Mal gucken, ob ich davon einen Anhänger mache oder ob es ein Schlüsselanhänger wird. Falls euch das ein oder andere jetzt spontan gefällt und ihr sagt, ihr möchtet das gerne haben, ob als Anhänger oder als Magnet, könnt ihr euch gerne immer bei mir melden, wie gehabt, über Instagram oder schreibt mir einfach eine E-Mail. Und dann, geht's weiter. So, ich habe eine Schmuckdose gegossen. Mit so durchsichtig und grünem Glitzer. Warum ist das denn so unscharf heute? Ich weiß nicht. Ja, mal sehen, dass ich die da rauskriege. Es ist immer ja nicht ganz so einfach. Der Deckel geht einfacher. Ja, der gefällt mir auch ganz gut. Oh nein. Ja, sie ist für mich. Dann dazu passend die Dose. Oh, ich mache das kurz hier hinter. Die ist aber richtig gut geworden. Die sieht richtig schön gleichmäßig aus. Auch mit einer Spinne im Boden. Und dann passt auch der Deckel da drauf. Und dann fällt es nur noch minimal auf. Aber ja, mir gefällt sie. Ich finde sie gut. Auch mit kleinen Schönheitsfehlern. Dann habe ich hier drei so eine Vierecke gegossen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da drin ist alles. Das ist für mich jetzt auch so spannend. Das ist einmal so ein Kopf. Mich ärgert, dass das ein bisschen verschoben ist schon wieder, die Folie. Aber ja, mal sehen. Ich werde mir irgendwas vielleicht noch aufkleben da und dann mal schauen, was ich daraus mache. Dann einmal noch diesen hier. Ja, den hatte sich mein Mann gewünscht. Von The Punisher. Dann, und das ist meiner. Das wird mein Magnet. Mit, ja, wer liebt ihn nicht, wer kennt ihn nicht? Daryl Dixon. Der gefällt mir gut. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Ist schön geworden. So, dann habe ich hier so eine ganze Reihe Runde gegossen. Einmal diese Kürbisse. Oh ja, das gefällt mir auch richtig gut mit grünem Glitzer. Hier vielleicht noch eine Schleife oder irgendwas hin. Oder eine kleine Spinne. Oh ja, eine Spinne aufkleben. Und dann, ja,
Sehr schön. Dann, ah ja, auch für mich, The Walking Dead. Auch für mich passend zu meinem Daryl Dixon. Dann haben wir hier, mal schauen, eine Hexe auf dem Besen. Sind auch relativ dünn geworden, also nicht so dick. Das gefällt mir recht gut. Sind die dadurch natürlich auch nicht so schwer. Eine kleine grüne Hexe. Dann haben wir hier in Rot oder Dunkelorange. Oh, verkehrt rum. Ich soll es auch richtig umhalten. Happy Halloween. Ja, das finde ich auch. Finde ich auch hübsch. Hübsch geworden. Es glitzert so schön. Auch zu Halloween darf es ein bisschen glitzern. Nochmal Orange. Und zwar, was habe ich hier? Ah ja, einmal Haunted. Ein Spukhaus. Da ist das Orange ein bisschen anders. Kürbisorange gefällt mir auch gut. Dann noch diesen. Ein Kürbis mit ganz viel grünem Glitzer. Den finde ich ja wohl mal auch richtig cool. Den finde ich richtig, richtig schön. Der ist ja mal mega, mega krass. Den finde ich klasse. So, dann habe ich noch mal vier Herzformen gegossen. Ich hatte so viel Vorlagen und gar nicht so viel Förmchen, wo ich das alles reintun konnte. Und zwar einmal ein Kürbis mit einer Katze oben drauf. Ist auch schön. Dann haben wir hier, ah ja, ein Spinnennetz und eine kleine Spinne hier unten, auch in Orange. Ich so ein bisschen grünes Stäbchenglitzer mal reingemacht und Glitzer und Sterne und ja, von allem etwas. Dann habe ich hier einen Hexenhut. Oh ja, den finde ich auch gut. Auch ein bisschen Stäbchenglitzer drin. Der gefällt mir auch richtig gut. Der ist auch toll geworden. Richtig gut. Ja, und ich weiß ja nicht, habe ich, ob hier ein paar Zuschauer sind, die aus Hamburg kommen. Am Freitag, Samstag und Sonntag ist ja wieder die Kreativ Hamburg. Und ja, besteht da auch Interesse an einem Haul, was ich da so eingekauft habe oder eher nicht? Könnt ihr mir ja mal sagen. Oder geht vielleicht sogar am Freitag jemand dorthin? Ich habe auf jeden Fall vor, am Freitag hinzugehen. Und vielleicht kann man sich dann ja mal treffen. Mal zusammen ein bisschen stöbern. Das wäre doch ganz nett. Und dann haben wir hier noch mal so einen Tag der Toten, Totenkopf. Gefällt mir auch gut. Dieses bunte, es hat so ein bisschen was von, ja, von kräftigen Süßigkeiten. Also es ist jetzt nicht pastellig, es ist kräftiger. Finde ich richtig schön. So, dann mache ich weiter mit drei von diesen hier. Etwas größere. Ich glaube, das ist mein, ja, das ist mein Bu. Ein Bu mit Spinnennetz und jo, ein paar Sternchen, bisschen Glitzer in lila-gelb. Ach, schon ganz durcheinander. Dann habe ich, oh Gott, was ist hier drin? Ah ja, in Gelb-Orange so ein 31. Oktober für Halloween mit Fledermäusen. Finde ich auch sehr schön. Allerdings für Anhänger sind das, sind die echt zu groß. Also das sind dann schon Magnete, ne? Obwohl, wenn das jetzt jemand einen Anhänger davon haben möchte, mache ich das natürlich auch. Müsst ihr mir, wie gesagt, nur rechtzeitig mitteilen. Aber ein Craft-Update dazu wird es auch geben. Und nochmal das ist auch leider ein bisschen verrutscht und schief. Aber auch da werde ich ein bisschen was, mal gucken, ein bisschen was draufkleben. Ein paar Steinchen. Bunte. Ja. Ansonsten sehr hübsch geworden. So, weiter mache ich mit den viereckigen. Also rechteckig sind sie ja.
einmal so ein, so eine Silhouette, auch total schön geworden. Und die Förmchen, die glänzen, das ist einfach der Hammer. Ja, dann haben wir was mit weißem Hintergrund. Oh ja, das finde ich auch sehr schön. Das Gesicht finde ich auch richtig, richtig toll. Ups, ich schmeiß schon alles um hier. Und dann haben wir ein Skelett. Das finde ich auch total toll. Das sieht klasse aus. Ja, wie gesagt, die werden alle noch bearbeitet, bekommen alle noch einen Magneten oder einen Anhänger dran. Mal schauen. Oh ja, hier eine Hexe, eine Spinnenwebe mit Kürbissen und hier ein paar, na, Flughörnchen wollte ich gerade sagen. Nein, Fledermäusen, so. Also, nee, Flughörnchen, oh nein. Bäm, bäm, ich glaube, ich kaufe mir gleich erstmal einen Kaffee. Ja, aber das ist auch richtig toll geworden. Das finde ich richtig gut. Mag ich auch total gerne. Ja, ich habe ja eigentlich noch nie so richtig was für Halloween gegossen oder überhaupt, ja, ein bisschen für Ostern und Weihnachten dann, aber Halloween habe ich eigentlich noch nie gemacht. Aber dabei liebe ich Halloween total. Dann haben wir hier noch einmal 31. Oktober zum Geisterhaus. Ja, der ist auch richtig schön. Finde ich auch gut. So, dann haben wir hier nochmal ein Orange. Was bin ich gespannt, was das denn ist. Ist wie Weihnachten. Spinnenweben mit einer Fledermaus. Das ist auch richtig schön geworden mit dem grünen Stäbchenglitzer da drin. Ja, ist toll geworden. Ja, die Teile sind richtig toll. Ja, dann noch eins in Gelb. Andersrum. Oh, wow, ja, das ist auch hübsch. Das ist auch richtig. Oh, das sieht klasse aus. Das finde ich total hübsch. Wow. Auch das Gelb ist wirklich schön. Und noch ein letztes in eckig. Eine Hand in Orange. Oh ja, die gefällt mir auch richtig gut. Irgendwo habe ich noch eine andere. Die hier von The Walking Dead hier irgendwo. Nur diese Hand, die im Hintergrund ist, die habe ich noch mal irgendwo. Das ist auch toll. Die gefällt mir auch richtig gut. So. Und dann habe ich noch einen letzten Stapel mit diesen Förmchen. Diese Förmchen, falls es jemand interessiert, die gibt es oder gab es zumindest bis vor kurzem noch bei IKEA. 9 Stück waren da drin. So. Ach, da ist sie. Da ist die Hand. Habe ich in grün gegossen mit grünem Flitter, holographischem Flitter. Auch richtig schön. Ja. Dann Orange. Oh, ein Kürbisgesicht. Das finde ich auch. Sieht richtig gut. Das passt richtig gut hier rein. Sieht richtig toll aus. So ein Kürbisgesicht. Gefällt mir auch total gut. Da glaube ich, werde ich auch nicht mehr so viel draufkleben, weil das passt irgendwie nicht. Vielleicht eine kleine Fliege hier an die Seite oder sowas. Mal sehen. Oder eine kleine Spinne oder so. Mal schauen. Weiß. Ein weißes Gesicht. Finde ich auch gut. Das mag ich auch. Nochmal weiß. Oh ja, mit einem Totenkopfpärchen. Das fand ich auch schön. Das sieht auch hübsch aus. Aber ist leider auch ein bisschen sehr arg verrutscht. Aber naja, ist trotzdem nett. Dann haben wir hier nochmal weiß. Oh, einen orangefarbenen Kürbis in weiß gegossen. Gefällt mir auch gut. Den finde ich auch schön. So, dann mal was lila-gelbes, was buntes. Auch so eine
So einen Totenkopf, so eine Totenkopfmaske. Die finde ich auch hübsch. Finde ich auch sehr schön. So, da habe ich auch einige ähnliche. So, dann haben wir hier nochmal Orange und Grün. Was ist das denn? Oh ja, das ist nicht so gut geworden. Da ist der Hintergrund nicht so gut gewählt. Kann man nicht so gut erkennen. Wer weiß, vielleicht besser gewesen oder ein einfarbiger Hintergrund. Jo. Mache ich trotzdem fertig. Vielleicht gefällt es ja dem einen oder anderen. Dann kommt hier noch mal ein ganz bunter. Oh, der ist aber dick geworden. Schaut euch das mal an. Also, oh je, oh je. Was habe ich da denn gemacht? Heidewitzka. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber der ist toll. Der sieht richtig schön aus. Den finde ich gut. Aber ein Klopper. Ein ganz schöner Klopper. Sag, was ist denn das hier? Ein ganz schöner Klopper. Wird dann Magnet. Uiuiui. Aber wunderschön geworden. So, und das letzte ist auch so dick. Uiuiui. Ist dann so eine Totenkopfmaske. Gefällt mir auch gut. Mit diesen Haaren. Orange und grün. Auch hübsch geworden. Ja, wie gesagt, falls euch das ein oder andere jetzt von den Socken haut und ihr müsst das unbedingt haben, teilt mir das jetzt ruhig die Zeit, die Tage mit. Und ich werde dann euch einen Magnet oder einen Anhänger oder was auch immer ihr davon haben möchtet, machen, sofern ich es noch nicht verarbeitet habe. Und ich werde auch die Tage noch ein paar, ich habe noch ein paar Vorlagen, die werde ich auch noch gießen. Und ein Craft-Update kommt noch. Ja, und wie gesagt, falls der eine oder andere in Hamburg ist, auf der Kreativa, Freitag, Samstag und Sonntag, ich gehe Freitag, könnt ihr euch ja gerne melden, falls ihr Lust habt, einen Kaffee zu trinken dort oder gemeinsam zu stöbern oder mal ein bisschen Erfahrung auszutauschen, wie auch immer. Würde mich freuen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Tschüss.